Hier an der Stelle ist dieses Seitengitter inklusive Teleskopauszug aber pyrolysefähig. Hallo, ich bin Robert vom Ersatzteilshop. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Dinge rund um die Pyrolyse eines Backofens an. Pyrolyse grundsätzlich ist die Selbstreinigungsfunktion. Da heizen die Backöfen bis 500 Grad hoch. Das ganze Prozedere dauert ungefähr 1 bis 3 Stunden, je nach Einstellungsmöglichkeiten. Und das dient dazu, dass Fette und Verschmutzungen im Backraum bei 500 Grad erhitzt werden, dann zu Asche zerfallen und man bloß noch den Unterboden auswischen muss und dann wieder ein sauberes Gerät hat. Grundsätzlich erkennt ihr so einen pyrolysefähigen Backofen ja schon an der Dichtung. Man sieht jetzt hier so eine verstärkte Dichtung. Das ist ein richtig kräftiges Material. Es muss ja auch bis 500 Grad aushalten. Beispiel für ein Gerät, wo es keine Pyrolyse gibt, ist jetzt dieses. Da haben wir eine Gummidichtung, eine ganz normale. Die braucht eben nicht so hochtemperaturbeständig zu sein wie diese pyrolysefähigen Dichtungen. Ganz, ganz wichtig ist, wir wollen ja damit den Backofen reinigen und viele Menschen lassen dann einfach auch die Backbleche, das Grillrost drin und die Seitenwände, also die Seitengitter, was schwierig ist, weil nicht bei jedem pyrolysefähigen Backofen ist auch ein pyrolysefähiges Backblech oder Rost dabei. Da müsst ihr immer noch mal in der Anleitung eures Backofens schauen. Die Roste sind grundsätzlich fast nie pyrolysefähig, also zumindest kenne ich kein pyrolysefähiges Backrost. Das würde bei 500 Grad einfach verziehen und kaputt gehen. Deswegen nehmen wir das immer vor der pyrolytischen Selbstreinigung heraus. Und bei den Backblechen, wie gesagt, müsst ihr über die Zubehörliste eures Backofens schauen, ob das pyrolysefähig ist. Grundsätzlich sollte man nie Alu-Bauelemente oder Edelstahl-Bauelemente bei einer pyrolytischen Selbstreinigung drin lassen. Das seht ihr aber, wie gesagt, über die Spezifikation eures Backofens. Hier an der Stelle ist dieses Seitengitter inklusive Teleskopauszug aber pyrolysefähig. Das sehe ich jetzt hier, weil das Ganze so ein bisschen einen matten Ton hat. Ich zeige euch das nochmal an dem Gerät hier drüben. Das ist auch pyrolysefähig, sieht man ja an der Dichtung, aber hier seht ihr diesen glänzenden Farbton an dem Seitengitter. Das heißt, bei dem Gerät wäre es so, dass das Seitengitter definitiv nicht pyrolysefähig ist. Jetzt ist das Ganze so, nehmen wir jetzt einfach mal an, das Seitengitter ist nicht pyrolysefähig, dann könnte man das Ganze ausbauen und das sollte man dann eben auch unbedingt machen. Das macht man, indem man dieses Seitengitter nach oben hebt und dann nach vorn zieht. So, und das hakt dann hinten auch wieder aus. Und dann gibt es im Sonderzubehör von Backöfen noch pyrolysefähige Backblechträger. Das sind dann einfach nur, wie an dem Seitengitter, solche Schienen mit den zwei Nasen hier, die man dann hier reinhängt. Und dann kann man das Backblech oben drauflegen, falls man ein pyrolysefähiges Backblech hat. In unserem Fall brauchen wir das jetzt hier nicht. Jetzt könnte man die Pyrolyse anmachen und das Gerät würde sich dann von ganz alleine reinigen. Genau, ich baue jetzt das Gitter wieder ein, das heißt, wir fangen da hinten an, schieben es hinten rein, dann von vorn oben nach unten und dann klackt das Ganze und ist wieder arretiert. Ich hoffe, das Video hat eure Fragen zur Pyrolyse beantwortet. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, pflegt eure Geräte und ran ans Werk.